Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Cyberpunk 2077, Phantom Liberty und Give Me My Life Back und Happy New Year 2024. Ja, wir stehen vor einem Date mit unserer Partnerin, in diesem Fall Pandem in der Mission A, we want to stay at your house. Und da müssen wir jetzt noch 2 Tage drauf warten, bis wir eine Nachricht bekommen. Die 2 Tage stehen wir natürlich nicht einfach hier rum und machen nichts, sondern vor allen Dingen schauen wir uns hier mal in der Gegend um. Das Gebäude kenne ich ja noch überhaupt gar nicht. Kommen wir da rein? Gibt es da irgendwelche interessanten Geschichten? Scheinbar nicht. So, da hinten läuft Polizei in der Gegend rum. Oh, was ist los? Aguila, vielleicht treffen wir eines Tages. Ach, der, dem wir hier eine Zeit lang nachgemacht haben. Das scheint der echte zu sein. Der echte Aguila, der mitbekommen hat, dass ich in seinem Namen scheinbar hier unterwegs gewesen bin. Vielleicht treffen wir eines Tages aufeinander. Dann werden wir ja herausfinden, ob die Kopie es mit dem Original aufnehmen kann. Wie unterhaltsam das doch wäre. Naja, ob das unterhaltsam wäre? Ihr könnt es mich ja gerne mal in den Kommentaren wissen lassen, ob ihr das unterhaltsam finden würdet. Und dann können wir ja mal schauen, ob sich das Ganze vielleicht hier im Spiel einrichten lässt. So, alle Nachrichten gelesen. Vielleicht schauen wir einfach mal ins Journal, was wir hier zwischendurch für Missionen machen können. Bevorzugt natürlich die Phantom Liberty Mission, um dieses DLC auch mal dann schlussendlich abschließen zu können. Und vielleicht auch mal ein paar Missionen aus dem Hauptspiel spielen zu können. Also da hat es ja jetzt doch einiges angesammelt, was wir nicht gemacht haben. Und das würde ich allerdings auch ein bisschen von euch abhängig machen wollen, was wir zusätzlich zu den Phantom Liberty Missionen da noch machen sollen, ob wir da noch irgendwas machen sollen. Hängt ein bisschen davon ab, wie gut jetzt auch die Folgen noch geguckt werden. Aber lasst mich da eure Meinung gerne auch zu in den Kommentaren wissen. So. Haben wir denn noch irgendwas Spezielles Phantom Liberty-mäßiges? Ja, finde Aaron. No easy way out. Diese Mission hatten wir ja gefühlt schon dutzende Male versucht anzufangen und zwischendurch ist uns immer wieder etwas Wichtigeres in die Quere gekommen. Wir versuchen das aber mal, weil das Ziel ist ja nur 278 Meter entfernt. Das ist eine spezielle Phantom Liberty-Mission. Probieren wir es nochmal. Hör zu, wie. Dieser Aaron ist ein großer Junge, der selbst auf sich aufpassen kann, auch wenn er in der Scheiße sitzt. Klar, man muss sich gegenseitig helfen und der ganze Scheiß, aber pass auf dich auf. Du wagst dich hier in die Höhle des Löwen. Und ich weiß ja, dass du gerne überforderten Unschuldigen zur Hand gehst und alte Damen über die Straße begleitest, aber bitte, bitte verreck nicht bei dem Versuch, irgendeinem unbedeutenden Dogtown-Boxer aus der Patsche zu helfen. Ja, das Spiel hat mich bis jetzt immer davon abgehalten, diese Mission überhaupt durchzuführen. Vielleicht wird es ja dieses Mal was werden. So, fahren wir schön mit dem Motorrad hin. Aus dem Weg, bitte. Danke. So, das muss irgendwo da hinten sein. Dann möchtest du, dass ich fahre hier unten lang? Und da hätten wir auch eine Autoklau-Mission. Ich glaube, ich nutze die Chance für die Autoklau-Mission. Lass mich einfach da rein. Wir finden dich so oder so. Hast du gehört? Du sitzt in der Scheiße. Alles gut? Dann los, los, los. Checken Abgabe aus. Just another story verfolgen. Okay, sie können mich ja jetzt von Anfang an verfolgen. Da ist ja ein bisschen das System angepasst worden. Noch mehr Besuch, glaube ich.
Und wenn ich erstmal aus Dogtown raus bin, habe ich keine Probleme mehr. Uiuiui, was ist hier los? Nicht so schnell. Okay, ich werde verfolgt und deswegen hier auch von den Grenzern zusammengeschossen. Das ist natürlich nicht so toll. Gegner neutralisieren oder abhängen. Okay, die Mission wird ein bisschen komplizierter. Das war ja so klar. Die Bürger wollen dich nicht davonkommen lassen. Ja, toll. Dass du das weißt, dass sie mich nicht davonkommen lassen wollen. Lasst mich einfach in Ruhe. Okay, jetzt steigen sie aus. Das ist dumm. Ich will jetzt auch nicht aussteigen, weil ich glaube, die Mission könnte dann scheitern. Das Auto werde ich, glaube ich, nicht mehr besonders viel bekommen. So, ach komm. Himmel. Na, gib dir auf. Na, wie viel Blei muss ich noch da reinpumpen? So, darf ich jetzt das Doktor raus, bitte? Vielleicht kaufe ich mir auch irgendwann nochmal ein neues Auto. Es gibt ja auch welche mit Raketenwerfern. So, lasst ihr mich raus? Oder bin ich schon wieder... Oh, no entry. Ah, na klar, jetzt schieb mich noch da rein. Na, toll. Da komme ich nicht mehr raus. Wie soll ich da rauskommen? Lass mich raus. Lass mich raus, verdammt! Lass mich raus! Ja, Mission fehlgeschlagen. Mann, oh Mann! Ja, ich habe echt grandios versagt, oder was? Erstmal muss ich weg hier. Von der Polizei werde ich auch verfolgt. Weg da! Ihr wollt mich nicht entkommen lassen, oder? Lasst die Schweine nicht entkommen. Der richtige Folgenname, oder? Ja, wie oft befehlen laufen sie los? Genau ins Auto rein.
deswegen haben die mich nicht rausgelassen, weil hier, weil mich die Polizei verfolgt hat. Oder in dem Fall Bargest. Da schießt jemand! Da schießt jemand, ja, ja. Was wollt ihr denn gegen mich machen? Uiuiuiui. Jetzt wollen sie es aber wissen. Vier von fünf Verfolgungssternen. Jetzt hört doch auf, da rumzulaufen. Knallt ihn ab. Wie bin ich denn hier? Wie bin ich hier hingekommen? Na? Verfolgt ihr mich noch? Sucht ihr mich noch? Bist du blind? Ach, gleich finden sie mich nicht mehr. Okay, das Thema hat sich erledigt. So, wo ist denn meine ursprüngliche Mission geblieben? No easy way out. So ein paar Autodiebstahl-Missionen würde ich tatsächlich gerne auch nochmal machen. Einfach aus dem Grund, weil ich wissen will, wohin dieser Storypfad noch führt. Und ich würde auch gerne nochmal ein Auto mit Raketenwerfer fahren. Wenn ich mir nicht sogar bei Autofixer schon eins kaufen kann, da bin ich mir nicht ganz sicher. Sollte ich vielleicht nochmal bei Gelegenheit einen Blick in die App werfen. Oh, da haben wir noch eine Chance, ein Auto zu klauen. Bring mich nicht um. Hey, wie? Geiles Fahrgestell, was? Naja. Schick dir gleich, wo du es hinbringen sollst. Ja, schick mir, wo ich es hinbringen soll. Wenn ich es schaffe, diese Kiste da hinzufahren, da mit diesen Solarzellen auf dem Dach. So, vielleicht komme ich ja diesmal ohne große Verfolgung davon. Und werde nicht von der Polizei gesucht und sie lassen mich aus Doktorn raus. Das wäre ja mal die Grundvoraussetzung. So, darf ich diesmal hier raus? Komm schon. So, da war das Spiel dann leider zwischendurch mal abgestürzt. Und ich bin gespannt, wo wir da jetzt wieder rauskommen. Wahrscheinlich nicht mitten in der Verfolgungsjagd, nehme ich an. Fliegen Sie zu den Sternen. So, es war auf jeden Fall... Genau, finde Aaron und auf dem Weg zu Aaron haben wir irgendwo eine Mission gesehen. Mal gucken. Wenn wir das nochmal rekonstruieren können, probieren wir nochmal genau das Gleiche.
Ja, das ist möglich. Wenn auch hier diesmal keine Hinrichtung stattfindet. Hey, wie? Keines vorgestellt, was? Weg da. Boah, haben wieder an der gleichen Stelle reingefahren, weil sich wieder einer so schön überfahren lassen wollte. So, lasst mich bitte einfach hier raus. Ich will hier raus. So, diesmal scheint es zu klappen. Wie, keine blöden Sprüche diesmal? Na doch. War ja klar. So, das müsste ja jetzt eigentlich easy funktionieren. Auf die letzten Meter, obwohl auf die letzten Meter, ich weiß gar nicht, wie weit ich hier fahren muss. Der Schrottkarre hier hat auch hier 3,5 Kilometer. Das ist schon ein ordentliches Stück. Aber momentan schaut das ja alles ganz entspannt aus. So, gleich mal abbiegen. Hier noch nicht. Ich mache mich ganz gut. Schon einen Kilometer, über einen Kilometer, kein anderes Auto weggerammelt. Mein Bruder hat übrigens Eil. Ich muss wohl schnell aus Night City raus. Drück mal ein bisschen auf die Tube, B. Rettet mich. Okay, jetzt kommt ein Zeitlimit dazu. Die sind aber ein bisschen großzügiger gestaltet worden wohl mittlerweile, weil die vielen Spielern zu knapp waren. Ich brauche diese Zeitkomponente auch nicht unbedingt. Mag vielleicht ein bisschen Spannung reinbringen. Scheiße. Aber warum sollte es ein Kunde plötzlich so eilig haben, dass mitten in der Fahrzeugrückführung nur noch 3 Minuten Zeit sind? Und es ist tatsächlich auch nur ein optionales Ziel. Das macht mir die Mission nicht kaputt, wenn ich es nicht schaffe. Also insofern... alles easy going und ganz entspannt. Nein, nein. Obwohl das eigentlich auch klappen könnte, wenn ich mich jetzt nicht total in einer Autokolonne verheddere. Oder hier in den größten Stau seit Night City Gedenken gerate. Hätte ich es bloß nicht laut gesagt. Okay, hier rein muss es sein. Warum sollte ein Kunde den Diebstahl dieses Autos beauftragen? Also ich würde den Diebstahl dieses Autos nicht beauftragen. Aber gut.
Der Kunde wird seine Gründe haben. Vielleicht sind es ja auch nostalgische Gründe. Wo sind eigentlich die Solarzellen geblieben, die da drauf waren? Oder ist das doch ein anderes Auto als beim letzten Mal? Oder hatte ich da einen Knick in der Optik? So, wo muss ich reinfahren? Komme ich auf einer anderen Seite rein? Nee, natürlich nicht. Also, wo muss ich rein? Hier? Jawohl. Ernsthaft, wie? Du bist ein Naturtalent. Na, war doch easy. Zeitlich vor allen Dingen. Wir kümmern uns dann um den Rest. Ich habe dir am üblichen Ort eine kleine Belohnung deponiert. Am üblichen Ort. Na dann. Was gibt's denn schön? Das war wieder Autofixer-Rabatt. Bitteschön, gern geschehen. Ich werde noch steinreich hier. So, macht was ihr wollt mit dem Auto, ich bin weg. So, haben wir noch ein paar Item-Komponenten. Jetzt habe ich mich aber schon wieder von der ursprünglichen Mission ablenken lassen. Naja, vielleicht möchte ich auch einfach nur nicht, dass das Spiel zu Ende geht. Und versuche es noch ein bisschen rauszuzögern. Wem könnte man es verdenken bei dieser schönen Aussicht, oder? Wie seht ihr das? So, es hat noch irgendwer angerufen. Lieferdetails. Okay, da hat er mich zusammengeschissen beim letzten Mal. Grandios versaut. Naja, aber ich glaube, ich habe das Ganze schon wieder mehr als wettgemacht. Behaupte ich mal. Gut, verehrte Zuschauer, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen.